Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück, liebe Freunde des Motorsportmanagers hier in den Ardennen in Belgien mit Archer BMA auf 1 und 3 in der Startaufstellung. Wir sind guter Dinge, dass hier was geht. Der nächste Sieg, Fragezeichen, kann Olga Makarova an ihre Goldsträhne ja anknüpfen. Ne? Das nächste Teil für den Kamin. Vielleicht schön wäre es, wir werden es erleben. Es scheint ein trockenes Rennen zu werden. Und ja, mehr bleibt, denke ich, nicht zu sagen. Wir springen ins Grid und die Olga Makarova fährt mit einer Form von 9 diesmal richtig gut drauf. Mein Gott. Die Olga, die geht richtig schön ab. Auf geht's, wir geben uns den Start. Wir sind sehr gespannt, hoffentlich unfallfrei. Und los geht die wilde Fahrt. Jawohl, Zauberstart auch von Enrika Lara. Gleich mal an Larsen vorbei. Jawohl, wunderbar. Hat Freier Larsen gepennt beim Start und die Makarova ist schon auf und davon. Die ist schon auf und davon. Lipponen hat Schwierigkeiten gehabt, hat Positionen verloren. Aber kämpft hier mit Sharp und Lara ist nach wie vor auf Platz 2. Es ist aber eng. Gefühlt ist es ein bisschen eng. Ja, so, jetzt fahren wir durch den Wald. Genau, wunderbar. Sieht man ein bisschen wenig. Ja, aber Larsen, die hängt dran. Die gibt nicht auf. Die beißt, die kämpft. Die will die Position zurück, aber es tut sich schon eine kleine Lücke auf hinten dran. Wie sieht denn die Form aus eigentlich von Larsen? 3,5, nur Makarova hat 9. So, und jetzt müssten sie sich eigentlich absetzen, ne? Jetzt müsste was gehen. Lara fährt die schnellste Runde. 1,29. Mhm. Es tut sich eine Lücke auf. Lipponen ist nur auf der 6, Sharp auf der 4. Wir sollten jetzt auch mal, wir sollten mal ein bisschen vorsichtig sein mit unseren Motoren. Ne? Wir schalten mal einen Tick zurück. Kleines bisschen mal zurückschalten. Ich weiß, die Konkurrenz, die prügelt immer noch, aber trotzdem. Und auch mit dem Reifen müssen wir langsam aber sicher ein bisschen aufpassen. Der wird ansonsten zu heiß. Wir wissen, okay, die Strecke ist etwas geduldiger. Ne? Mit dem Reifen. Aber wir gehen mal einen Tick zurück. Wir gehen mal einen Tick zurück. Die Konkurrenz fängt jetzt auch an, ein bisschen runterzuschalten. Heather Broad, Form von 10,0. Sapperlot. Nicht schlecht. Das ist mir noch ein bisschen zu sprunghaft, ehrlich gesagt, diese Form. Ein kleines bisschen ist mir das zu sprunghaft. Huch, das ist ein falscher Knopf. So. Falscher Knopf. Ja, wir werden jetzt auch ein bisschen mal mit dem Benzin haushalten. Oh ja, ja, die Konkurrenz schaltet zurück. Dann sollten wir das auch machen. Wir müssen ein bisschen unsere Reifen schonen. Ne, die sind zu heiß. Die sind zu heiß. Und wir haben ja ein recht gutes Chassis, also da sollte was gehen, dass die Temperaturen sehr schnell zurückkommen. Wir können sogar noch einen Tick runtergehen. Absolute Sparrille fahren. Ja, ja, die schonen alle. Die schonen alle extrem ihren Pneu. Ja, die Temperatur muss runter, dann können wir nochmal angreifen. Lara baut extrem ihre Form auf, bei 8,0 schon. Okay, wir sind raus aus dem kritischen Bereich. Larsen greift wieder an. Larsen greift wieder an. Wir schalten mal eine Spur hoch auf konservativ. Letzte Rundenzeit. Ja, Larsen ist dran. Aber die Lücke ist da. Die Lücke ist da. Schau mal, die Lücke zu Platz 4, das ist ja erstaunlich. Das ist erstaunlich. Wen holen wir zuerst rein? Eigentlich müsste ich die Lara zuerst reinholen. Weil die ihren Reifen immer etwas mehr malträtiert. Jetzt ist die Frage, ob wir mit Makarova, die hat jetzt übrigens auch eine Form von 10,0, Olga Makarova.
Ob wir da noch 4 Runden schaffen. Mit dem Sprit, ne, unser Chassis und so. So, wir geben bei Lara mal ein bisschen mehr Gummi. Jetzt habe ich es wieder mit der Maus gemacht, ich weiß. Tja, alte Gewohnheit. Alte Gewohnheit. 1,5 Sekunden ist die Olga weg. Ne? Wir haben 2 Sekunden Vorsprung auf Larsen. Sharp ist schon ein Stück weg. Schaut mal, die haben ihre Reifen schon deutlich mehr angegriffen als wir. Ja, die machen es jetzt mehr über den Motor da hinten, okay. Wie sind die Teile? Teile sind gut. Ja, ja, alles prima, okay. Alles prima. Stallorder bei Windsor, interessant, aber mein Gott, das ist Platz 10. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht groß mit aufhalten. Der Sprit sollte bei Makarova reichen, ja. Der sollte reichen. Die kann noch fahren. Das können wir noch rauszögern bei ihr. Die Lara, die müssen wir wahrscheinlich jetzt dann holen. Na, ich will vermeiden, in den Verkehr zu kommen. Das ist so meine Intention aktuell. Abstand 1 Sekunde. Aber die Tür geht auf. Larsen fällt zurück. Larsen fällt zurück, definitiv. Wir boxen die Lara jetzt. Also, wir boxen stoppen die Lara jetzt, meine ich. Ne, das wollte ich sagen. Auffüllen bitte. Teile sind alle prima. Da gewinne ich 1 Sekunde. Das Risiko ist es mir nicht wert. Box. Enrica Lara. Box, Box. Ne? Komm rin, Mädel. Okay, da ist er an der Box. Wir stoppen. Heber hat funktioniert. Reifenwechsel hat funktioniert. Nachtanken hat funktioniert. Jawohl. Dankeschön. Guter Stopp. Keine Fehler. Dankeschön. 2,3. Ne? War okay, der Stopp. So, jetzt ist sie im Verkehr. Ne? Jetzt hat sie ein Problem. Jetzt ist sie im Verkehr. Es haben ebenfalls gestoppt Lipponen, Larsen, Rodriguez, Chapman. Müssen wir im Auge behalten. Die Olga Makarova könnte... Ja, die könnte noch eine Runde fahren. Schafft sie das? Ja, doch, das könnte sie auch. Doch, das schafft sie. Die schafft noch eine Runde, Leute. Die schafft noch eine Runde. Die lassen wir noch eine Runde fahren. Die holen wir jetzt rein. Runde 9. Die war sehr pfleglich mit ihrem Material. Vollmachendes Ding. Ja, bla, lass ich so. Läuft. Boxenstopp. So, jetzt zählt's, ne? Jetzt ist natürlich hier richtig die Hölle los in der Box. Jetzt geht was. Da kommt die Enrica Lara. Jawohl, die ganze Meute hier überholen, bitteschön. Vorbeiziehen. Auf Platz 7, vorm 9,2. Die Form ist 9,2 und der Vorsprung ist 5 Sekunden auf Freya Larsen. Die Fahrer vor ihr sind alle noch nicht gestoppt. Die Lücke ist da, 5 Sekunden. Das finde ich richtig gut, diese Anzeige hier. Makarova hat 18 Sekunden, fast 19 Vorsprung auf Gonzales. Kommt jetzt dann in die Box. So, wir stellen wieder auf neutral. Boxenstopp Olga Makarova. Bis jetzt gut, jawohl, optimal. Alles klar, raus. Raus mit dir, Mädel. Da kommt Enrica Lara. Übernimmt sie die Führung? Ne, sie hat ja geprügelt. Jawohl, Enrica Lara übernimmt die Führung. Auf Platz 1, Enrica Lara. Hat einen kleinen Zwischensprint gefahren, die Gute. Teile sind gut. Ne, wir haben schon den Motorenexperten ausgewählt. Nicht, dass ich jetzt irgendeinen Blödsinn gemacht habe. Ne, der läuft.
Das wäre es jetzt natürlich, ne? Ja, schau doch mal an, was die für einen Formgewinn hat. Die hat er richtig zugelegt. Also formtechnisch meine ich, ne? Das andere weiß ich nicht. Aber sowas sagt man ja einer Frau nicht, gell? Hab ich mal gehört. Es ist ja uncharmant. So, Makarova holt auf. 2 Sekunden. Rückstand. 3 Sekunden Vorsprung auf Rossini, auf Larsen. Lipponen auf 4, Schaab auf 5. Ne, die sind noch nicht weg, die sind noch dabei. Die sind noch dabei. Da ist noch nichts gewonnen, Freunde. Surikov unterirdisch, nur auf der 16. Ganz mies diesmal. Strambi auf der 7, müht sich an Schmidt ab. Naja, und bei uns läuft es. Bei uns läuft es. Jetzt macht die Konkurrenz, die dübeln schon wieder. Ja, ja, die geben schon wieder richtig Stoff, richtig Zunder. Die brennen ins Feuerwerk ab. Na, ich kann hier bei der Makarova jetzt den Reifen richtig schön runterrubbeln. Warum? Weil wir einen längeren ersten Stint gefahren sind. Und ich glaube, das kann ich jetzt dann bei der Enrika auch. Ich glaube, da kann ich jetzt auch nochmal richtig schön brennen. Temperatur passt. Haben wir im Griff. Wir schauen nochmal. Form ist 9,6. Sieht gut aus. Letzte Rundenzeiten. 1,31,7. 1,31,2. Identisch wie Larsen. Na, jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Lara hat hier richtig Chancen, das Ding zu gewinnen. Oder wird ihr ein zweites Mailand passieren? Man weiß es nicht. Das war echt bitter. Wie Olga Makarova da ihr den Sieg vom Tablett gekratzt hat. Das war schon hart. Das war richtig gemein. So sind's die Mädels, ne? So sind's, genau. Ja, ich darf nicht zu viel wollen. Ich darf nicht zu viel. Oh, ich kann hier eigentlich fast gar nicht auf den Motor gehen. Bei der Olga. Ja, ich kann hier nicht auf den Motor gehen. Die hat keinen Motorenexperten. Da geht das Zeug kaputt. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Okay, Vorsprung auf Larsen. Larsen hat den Reifen schon wieder komplett zerstört. 5 Sekunden. 5 Sekunden Vorsprung. So, jetzt. Voll Power bei Enrika Lara. Volles Brennen. Na, jetzt muss den Vorsprung rausfahren. Auf Olga Makarova. Jetzt gilt's. Der Reifen, ob der noch eine Runde hält, da bin ich mir gar nicht so sicher bei ihr. Larsen muss jetzt boxen, definitiv. Also Larsen muss boxen. Die zerstört ihren Reifen. Die wird jetzt wahrscheinlich die Position an Lipponen verlieren. Wenn das so weitergeht. 1 Sekunde Delta zwischen den beiden. Aber die hat so Reifenprobleme jetzt. Doch Lara kann noch eine Runde fahren. Aber die muss jetzt rausnehmen. Die muss rausnehmen, sonst kommt sie nicht an. Okay, also Lara, Boxenstopp. Einmal Reifen, einmal 7 Runden Sprit. Ja, passt alles. Box, Box, auf geht's. Beziehungsweise, na, das ist mir zu heiß mit dem Sprit. Das ist mir zu heiß, so. Jetzt muss ich aber die Olga auch ein bisschen zurücknehmen. Sonst wird das nichts. Eigentlich muss ich sie hier wirklich komplett rausnehmen vom Gas. Ne, da war ich etwas zu gierig. Der Reifen, der bricht mir ein. Der Reifen bricht mir komplett ein. Bei der Makarova. Da muss ich jetzt runter mit der Temperatur. Boxenstopp, Enrika Lara.
Jawohl, keine Fehler und raus beim Tempel. Komm, zock, zock, zock. Jawohl, läuft. 7 Runden noch. Guter Stopp. Da kommt sie raus auf der 5. Auf der 6. Hat Form verloren, 8,7. So, da kommt Makarova, die muss jetzt boxen. Treibstoff. Brauchen wir gar nicht mehr so viel nachfüllen. Ja, reparieren können wir uns auch nicht leisten, ne? Zack, rein mit dir. Lara muss ich aggressiver fahren lassen. Kann ich auch noch mal ein bisschen Motor investieren. Die Teile sehen echt gut aus bei ihr, ne? Ja, bei ihr müssen wir schon aufpassen. Bei der Olga, da darf ich keinen Blödsinn machen. So, jetzt Boxenstopp. Letzter Boxenstopp. Jawohl, fehlerfreies Wochenende. Fehlerfreies Wochenende. Das Fenster kann ich nicht zumachen, das ist ja echt ärgerlich. Und da zieht Lara wieder vorbei. Jawohl, Lara wieder in Führung. Lara ist wieder in Führung. Also bei uns jetzt. Ne, Boxenstopp bereinigt. Sharp müssen wir uns wegdenken. Dann sind wir wieder vorne. Das sieht gut aus. Und wir haben sogar so viel Vorsprung, dass ich sage, da können wir auch neutral fahren. Da können wir schon gern machen. Da muss ich kein Material riskieren. Ne, wir können, wenn es eng wird, zuschalten. So, und jetzt dürfen die zwei Mädels wieder gegeneinander fahren. Wie in Mailand. Wer hat diesmal das glücklichere Händchen? Das ist mir egal, wie er ins Ziel kommt. Hauptsache, wir machen die Punkte. Lipponen ist weit zurückgefallen. Vom Abstand, ne? Der hat richtig verloren auf Larsen. Ich glaube, der ist eine Runde zu lang draußen geblieben, oder? Anders kann ich mir das fast gar nicht erklären, dass die Lücke da so aufgegangen ist. Sharp wird doch nicht bis zu Ende fahren. Die hat erst einen Stopp gemacht. Nee, das geht gar nicht. Die kann mit 40% Tankmenge, kann die nicht mit einem Stopp durchfahren. Das geht mathematisch nicht. Das heißt, die sehen wir nochmal. Zoe Sharp. Da kommt sie in die Box. Zoe Sharp in der Box. Wir holen uns die Führung wieder, Leute. Jawohl, wir sind auf 1 und 2. 4 Runden sind es noch. Und die Mädels haben identische Form. 9,0, 9,1. Wer hat hier das glücklichere Händchen? Ne? Das ist witzig. Wir fahren hier gegeneinander. Team intern. Das erinnert jetzt sehr stark an die Jahre. Lewis Hamilton, Nico Rosberg. Ne, die haben so den Weltmeister ausgefahren und der Rest hat halt irgendwie, ja, hat Platz 3 und den Rest ausgefahren. Das irgendwie so wirkt es gerade. Irgendwie so wirkt es gerade. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das nicht, warum wir plötzlich so stark sind. Woran liegt das? Woran liegt das, dass unser Team momentan so stark ist? Gab es einen KI-Nerf mit dem letzten Patch? Ist durch dieses veränderte Tuning vielleicht ein bisschen was durcheinander gekommen? Dass hier was leicht unbalanced ist? Ich habe keine Ahnung. Aber so würde ich jetzt sagen, nach zwei Rennen mit dem neuen Patch, es ist wieder einfacher geworden. So würde ich das jetzt sehen. Es ist wieder einfacher geworden. Schreibt mir da gerne eure Erfahrungen, wie ihr das seht, wie ihr das empfindet, wenn ihr selber auch spielt. Weil ja, wir haben inzwischen ein gutes Auto, keine Frage. Aber nicht der Lipponen, der war ja wirklich richtig stark. Ja, und jetzt schaut doch mal, der ist auf 4. Der ist auf 4 und hängt hinter Larsen. Larsen auf dem Softreifen, also auch noch auf dem falschen Reifen. Hm.
Weiß ich nicht. Vorletzte Runde. Vorletzte Runde. Was machen die Rundenzeiten? Abstand sind 6 Zehntel momentan. Letzte Runde fast identisch. Bis auf 15.000stel. Da flucht sie, die Makarova. Sie kommt nicht vorbei an Lara. Tja, dann musst du vorbeikommen, Schätzelein, ne? Musst du selber machen. Wie habe ich im Interview gesagt? Es gibt keine Stallorder. Ja, genau. Okay, Lara hat temperaturtechnisch ihren Reifen schon ein bisschen mehr beansprucht. Abstand nach wie vor 6 Zehntel und es geht in die letzte Runde. Es geht in die letzte Runde. Wird das die Revanche für Italien, für Mailand? Oder gibt's Mailand Teil 2? Ich lege mich fest, ich sag, die Lara gewinnt es heute. Doch, ich denke, die Lara gewinnt es heute. Die fährt es heute heim. Heute ist der Formunterschied nicht so groß hier im Finale. Oh Gott, da kommt die Makarova. Ich wollte es gerade sagen, die wird mich jetzt doch nicht lügen strafen. Für die WM wäre es natürlich besser, natürlich. Ne? 25 Punkte statt 18. Aber diesmal gewinnt die Enrika Lara, ich sag's euch. Die Lara gewinnt. In Belgien. Jawohl, erster Saisonsieg. Enrika Lara, Champagne. 1 und 2, wir wiederholen den Doppelsieg aus Mailand in umgekehrter Reihenfolge hier in Belgien. 25 plus 18 Punkte. Wir bauen damit die Führung aus in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und das Gute für uns ist, dass Steinmann hier auf Platz 4 und Platz 6 ordentlich Boden verliert. Platz 3 geht an Rossini nach langer Zeit mal wieder. Rossini mit auf dem Podest. Zoe Sharp auf der 5. Wir bauen die Führung aus in der Weltmeisterschaft, in der Fahrerweltmeisterschaft. Optimal. Optimal. Doch, großer Sport hier in Belgien. Wunderbar. Hat gepasst alles. Superklasse. Gefühlt würde ich sagen, ist seit dem Update der Motor wieder wichtiger. Also, beziehungsweise er hat wieder einen Push bekommen. Heißt, wenn du im Rennen mehr Leistung auf den Motor gibst. Ja, das war ja mit dem Update Devils in the Detail. Hatte ich so den Eindruck, das wirkt sich so gut wie gar nicht mehr aus. Da war der Reifen viel mehr im Fokus. Und jetzt würde ich sagen, haben sie das wieder so ein bisschen ja, ausgeglichen, ein bisschen homogener gemacht. So, was gab es hier? Eine Zeitstrafe für Hamilton und hier Rückversetzung für Heather Broad, weil sie beschissen hat. Aha. So. Na gut, also Sponsor Blechten mal wieder 1,2 Millionen an uns und da ist der nächste goldene Cup. Sehr schön. Mädels, ihr macht mir sehr viel Freude. Sehr gut. Brave Mädels. 44 Punkte ist der Vorsprung in der Fahrerweltmeisterschaft auf Aki Lipponen. Und wir haben noch 6 Rennen. 6 Rennen noch. Also es ist noch alles möglich. Aber es läuft. Enrika Lara gewinnt weiter an Boden. Ne, die blüht richtig auf. Und in der Konstrukteurs-WM 42 Zähler Vorsprung vor Steinmann. Jawohl. Sehr schön. Archer hat dieses Jahr super Fahrer. Und Haubi Hauptaucher, du bist super cool. Jawohl. Hashtag super cool, liebe Freunde. Hashtag super cool. Ne? Muss sein. Schön. Dann wollen wir jetzt noch Geld. Wenn es geht. Nochmal 2, irgendwas Millionen bitte. Da würden wir uns sehr freuen drüber. Ja, top, ne? Alles top. Schön gemacht, Mädels. Schön gemacht. So, wo ist hier dieses Champagne? Gibt's gar nicht, oder was? Hat die Lara kein Champagne? Hm. 2,7 Millionen, jawohl, dankeschön. Das sehen wir gern. Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Wie viel Siege wir da schon? Na, das sieht man ja. Enrika Lara, Moment. Dieses Jahr 2-mal auf dem Podest. 1 Sieg. Also das war Mailand und jetzt in Belgien. 10 Rennen absolviert. Und die Olga Makarova? 10 Rennen absolviert. 9-mal auf dem Podest. 5-mal gewonnen. Das ist echt heftig.
Das ist echt heftig. Fahrerform anzeigen. Ja, da sieht man auch Mailand, Ardennen, ne? Da geht was. So sieht es mal schön aus. Das ist irgendwie, ist das krass, ne? Die Olga Makarova in ihrer Debütsaison bis auf Japan, bis auf das zweite Rennen Japan, war die gute Dame immer auf dem Podest. In Japan ist sie nur, in Anführungszeichen, nur auf Platz 4 gelandet. Aber ansonsten war die immer auf dem Podest. Heftig. Ja, und die Lara, die ist seit dem Heimrennen, seit dem vierten Platz in England, ist die aufgewacht plötzlich, ne? Ja, und Rossini hat es tatsächlich geschafft, nach langer, langer Durststrecke mal wieder aufs Podium, ne? Die Freier Larsen, das erste Rennen gewonnen. Und dann, ja, war lange Zeit mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Oh, Schmidt war sogar auch mal auf dem Podium in Südafrika. Platz 3, sehr lustig. Na gut. Ja, Freunde, das war's für heute schon wieder, ne? So schnell geht's. So schnell ist das Rennen vorbei. Beim nächsten Mal in 17 Tagen geht's nach Phoenix. Und ich denke, da sind wir ganz gut vorbereitet. Da ist dann hoffentlich auch unser neuer Motor schon mal einsatzbereit, ne? Mal schauen, was uns der da vielleicht noch für gute Dienste leisten wird im Kampf um die Weltmeisterschaft. Wir werden es erleben. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank wie immer fürs Dabeisein beim Motorsportmanager. Ja, und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Ich freue mich drauf. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.